Wir bauen heute eine Räucherflasche. Hey, es ist Weihnachten. Und damit hallo und herzlich willkommen hier zur weihnachtlichen Sonderausgabe von Stöpselkopf. Und es hat auch noch einen ganz anderen speziellen Grund. Und zwar, ich hatte gar nicht vor so langer Zeit ein Projekt entwickelt, wo ich mir dann gedacht habe, ja, das eignet sich doch eigentlich am idealsten zu einer Weihnachts-Sonder-Spezialfolge. Und ja, das ist jetzt letztendlich auch dabei rausgekommen, weil ich wollte das schon viel früher machen. Problem war allerdings vielmehr an der Sache, ja, ich hatte schon ein, zwei Videos vorproduziert, hatte schon dies und jenes für eine andere Folge vorbereitet und naja, jetzt kommt es letztendlich als Weihnachtsspecial. Wie gesagt, sollte ja eigentlich schon vorher kommen, damit man das quasi auch noch vielleicht eventuell verschenken kann. Wiederum dachte ich mir aber auch dabei, ja, das ist eigentlich so schnell gemacht, das wäre es wäre ein perfektes Last-Minute-Geschenk. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ich hoffe es doch ganz einfach mal. Und letztendlich dachte ich mir ganz einfach, naja, eine große Flasche wie so eine Moscato-Flasche kannst du da schlecht nehmen. Weil wenn man jetzt mal ins Verhältnis setzt, wo haben wir sie? Flasche und dann so eine Räucherkerze. Ich glaube, das geht dann letztendlich ein bisschen sehr unter. Und da dachte ich mir ganz einfach auch, dann musst du eine Flasche nehmen, die definitiv etwas kleiner ist und die sich dafür auch eignet. Und da habe ich mir dann ganz einfach mal so eine kleine Bierflasche daher genommen. Die einen oder anderen kennen die jetzt vielleicht auch noch aus dem Bierprompelspiel. Die eignen sich tatsächlich auch für dieses Projekt relativ gut, weil sie ist nicht so groß. Man sieht mal das Verhältnis, das ist schon mal wesentlich besser und eignet sich vielleicht auch besser dafür für dieses Projekt. Und letztendlich habe ich mir dann ganz einfach mal meinen guten Flaschenschneider dahergenommen, wo auch immer er jetzt gerade rumsteht. Das muss ganz einfach mal. Und hab dann ganz einfach mal die unterste Seite einfach abgeschnitten. Ist jetzt in diesem Fall wieder mal nicht so toll gelaufen. Aber es hat tatsächlich noch einen positiven Aspekt. Und zwar jeder, der schon mal so etwas in der Richtung gemacht hat, weiß natürlich, dieses Räucherkerzchen braucht natürlich auch ein bisschen Sauerstoff. Ja, und daher dachte ich, ja, da bietet sich das an. Probierst du ganz einfach erstmal aus, ob das funktioniert. Und das habe ich dann auch getan. Und dann dachte ich mir, naja, wo machst du jetzt das Räucherkerzchen drauf? Weil die Flasche hinstellen, okay, das Räucherkerzchen drunter. Ja, irgendwann ist es dann vielleicht mal auf der Tischplatte. Und die Tischplatte sieht dann nach, glaube ich, so zwei, drei Räucherkerzchen nicht mehr so toll aus. Dachte ich mir ganz einfach, nimmst du dir eine Grundplatte, die Hitze verträgt, und so eine Dekoplatte kennt, glaube ich, auch jeder aus jedem guten sortierten Bastelgeschäft. Gerade jetzt zur Weihnachtszeit ist das natürlich überall zu finden und das hält auch definitiv die Temperatur aus, die ja jetzt nicht so groß ist. Und um natürlich auch auf Nummer sicher zu gehen, dachte ich mir, ja, was könntest du noch nehmen, um das vielleicht so zur Hand haben, dass das jetzt vielleicht nicht unbedingt die Temperatur auf dieses, was auch immer, aus welchem Material das ist, dann auftrifft. Und da dachte ich mir ganz einfach, wenn du schon was mit einer Bierflasche machst, dann nimmst du auch einen ganz einfachen Bierkronkorken und klebst den da drauf. Problem ist an dieser Sache ganz einfach nur diese, dass hier unten drin ja natürlich so eine Plastikschicht ist. Die lässt sich eigentlich, ich betone eigentlich, ganz leicht rausnehmen. Wenn ich es jetzt gerade mal hinbekäme, ja, da geht sie tatsächlich ganz einfach raus. Und da kann man die auch rausnehmen, wenn man es hinbekommt, nicht so wie ich jetzt gerade. Und ich habe das an der Stelle natürlich schon mal vorbereitet. Man sieht, es war auch schon mal in Verwendung. Und man sieht tatsächlich, es funktioniert auch, so viel Temperatur trifft da tatsächlich nicht mal drauf. Und ja, es ist eigentlich auch das Simpelste, was mir auch eingefallen ist, weil, wie gesagt, es passt auch wunderbar eigentlich zu diesem Bierflaschenprojekt an sich. Und wenn ihr natürlich auch mit ein bisschen Feuer hier das Ganze, die ganzen Reste noch rausbrennt, dann dürfte das in der Regel auch nicht stinken, wenn das dann irgendwann mal unten angekommen ist. Und ihr könnt natürlich das Ganze jetzt entweder hier festkleben, wie ich es mir eigentlich ursprünglich gedacht hatte. Ich dachte mir dann aber ganz einfach, so kannst du das dann ganz bequem die Flasche runternehmen, kannst das dann runternehmen und leeren.
wäre natürlich das Simpleste. Und daher habe ich mir ganz einfach gesagt, lassen wir das hier so drauf liegen, weil letztendlich bewegt würde es so oder so nicht, wenn es am Brennen ist. Da brauchen wir bloß noch das Wäschekätzchen anzünden. Wenn das dann nicht auch mal brennt. Ja, da haben wir es schon. So. Und die Flasche darüber. Und schon kommt doch Weihnachtsstimmung auch hier im Stöpselkopf-Studio auf. Und es ist doch weihnachtlich. Es könnte schon wieder Weihnachten sein. Ach, es ist Weihnachten. Ja, umso schöner ist es natürlich gerade mit diesem Projekt. Was ihr natürlich dann nicht machen solltet, diesen Verschluss oben drauf machen. Aber wer es will, soll es tun, weil lange brennt es dann eh nicht. In diesem Sinne bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Wir sehen uns selbstverständlich zur nächsten Weihnachtsfolge wieder. Wir sehen uns selbstverständlich nächste Woche an dieser Stelle wieder. Dann ja auch schon wieder zu einem ganz anderen Anlass. Naja, den einen oder anderen wird es vielleicht bekannt vorkommen, was dann nächste Woche ist. Ich muss gerade dann nochmal in meinen Notizblock schauen. In diesem Sinne, wie gesagt, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns selbstverständlich an dieser Stelle nächste Woche wieder. Macht's schön gut. Bis dann. Frohe Weihnachtszeit. So, ciao.